smile on each face. As joy surrounds, gun throw the bounds, and I can feel them breaking free. For just this moment lost in time, I am finally me. Reach for my hand, I'll soar away into the dawn. Oh, I wish I could stay here and cherish. So, hallo, Test. Ah ja, ich höre mich selbst. Ich dachte erst, man hört mich nicht, aber die Verzögerung ist nur echt krass, aber es passt schon. Cool. Hallo. Hallo, Löffelkreis und Metatron. Wie geht's? Oh, es ist so. Warum ist es denn auf einmal so heiß? Das ist wirklich beim Streamen das Allerschlimmste, weil ich hier in meinem total aufgeheizten Zimmer sitze mit zwei Rechner und Konsole und Bildschirm und was weiß ich was. Und ich kann nicht mal einen ordentlichen Ventilator anmachen, während das Mikrofon läuft. Das ist teilweise echt super heiß. Aber es geht schon. Gerade wenn ich mit Kamera streame, habe ich auch noch die große Tageslichtlampe an, die auch wirklich noch aufheizt, damit der Greenscreen ordentlich ausgeleuchtet ist. Das ist dann schon echt heftig. Manchmal. So! Fangen wir eh schon an, oder? Ist eh schon gleich 8. Down!
T-Shirt nass machen. Ja, so Sachen, auch so T-Shirt in den Gefrierschrank legen und sowas, das habe ich öfter mal gemacht, vor allem letztes Jahr. Da war für mich der Sommer irgendwie total schlimm, oder vorletztes. Irgendein Sommer, einer der letzten Sommer war für mich total krass. Aber das hält halt auch immer nur so kurz. Okay, setzen wir mal fort. Und ich finde nasse T-Shirts eklig. Ich habe hier ein Savegame gemacht, wo ich absichtlich alle getötet habe und mein Hauptcharakter heißt Tod. Und in den Cutscenes stehen dann wirklich nur die Edelgard und mein Protagonist und komischerweise der Hubert rum. Hubert kann zwar nicht mehr mitkämpfen, aber ist immer noch da für Dialoge. Aber das gab's schon beim Gamecube und so, dass die nicht sterben, sondern nur schwer verletzt sind und nicht mehr kämpfen können. Wichtige Charaktere. Warum nicht? Boah, mit diesem, es ist total irre, oder? Auf Discord momentan. Mit diesem Fallout-Regional-Geschichten-Ding sind auf einmal so viele Leute auf den Discord-Server gekommen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gehofft, dass ein, zwei kommen, die irgendwie wirklich so Verantwortung für ein, zwei Projekte übernehmen wollen. Aber dass die gleich in Scharen kommen. Nur aus Hamburg ist kein einziger gekommen. Keine Hamburger in der Lands Good Bird Rider Community. Wahrscheinlich, weil die alle aufgegessen werden, weil sie so köstlich sind. Okay, was machen wir denn heute? Erkunden wir. Ich muss mehr erkunden. Ich würde am liebsten immer die ganze Zeit kämpfen, aber wir müssen mehr erkunden. Damit wir unsere Beziehungen stärken zu denen. Und so. Es ist ja eigentlich immer nur das erste Erkunden im Monat sehr aufwendig. Die anderen Erkundungsgänge gehen ja eh immer ziemlich schnell. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich jetzt mit Hilda reden kann. Nee, ich kann Hilda keine Geschenke geben und nix. Das ist schon komisch. Machen wir mal einen Turnierkampf. Mit Petra. Als eine Aktivität. Und dann singen wir noch im Chor und dann essen wir ganz viel. Und sehr viel mehr machen wir, glaube ich, eh nicht. Gärtnern. Gärtnern darf ich nicht vergessen. Wer lässt denn die Marianne auch in einem Schwertkampfturnier mitmachen? Die kann doch nicht gewinnen. Ist eigentlich das Spiel ein bisschen zu laut oder geht's? Ignaz. Das sind aber auch wer... Ignaz und Marianne in einem Schwertkampfturnier. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Aber der kann wenigstens Schaden machen. Immerhin. Wer kommt jetzt? Dimitri. Naja, der ist zwar auf Speer spezialisiert, standardmäßig, aber der ist wenigstens ein Kämpfer, ein Nahkämpfer. One more success. Ja, den Magister weiterbilden ist auch eine ziemlich gute Idee. Also dadurch, dass es halt noch ein paar Charaktere gibt, die ich gezielt gern rekrutieren würde, will ich halt noch mehr erkunden, weil da ist Erkunden einfach das wirkungsvollste Mittel. Claude! Aber du hast recht, Fähigkeiten weiterbilden hätte ich gar nicht dran gedacht, aber das ist eine gute Idee. Felix, endlich ein richtiger Schwertkämpfer. Der tut auch ein bisschen weh, aber Petra ist einfach zu krass. Aber da es das Finale ist, heile ich sie trotzdem. Los geht's. Ich muss jetzt mal kurz in dem Wiki nachschauen, was Lysithia mag. Lysithia Feuer Emblem Wiki. Also was ihre Rekrutierungsattribute sind. Ein falscher Charakter. Ah! Okay. Ich krieg's nicht hin. Lysithia.
irgendwie finde ich nichts. Irgendwas muss ich falsch schreiben. Ich schreibe mal noch Three Houses dazu. Ah ja, Lusitia. Bla 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 bla. Trivia, nee. Irgendwo muss doch stehen, was die besonders gern mag, oder? Sollte man meinen. Dass ihre Rekrutierungsbedingungen sind. Finde ich hier auf der Seite leider gerade nicht. Na, ist egal. Ich finde es gerade wirklich nicht, aber ist nicht so wichtig. Ich rede einfach mit ihr. Hey, wir steigen heute noch in unserem Dozentenrang auf, höchstwahrscheinlich zumindest. Das ist cool. Und ein Gespräch, ein Beziehungsgespräch haben wir hier auch noch. Jetzt gehe ich in den Garten, weil das vergesse ich immer, das Gärtnern. Wenn ich das nicht gleich mache. Ach, ist immer noch der Monat des Angelturniers, weil alle da unten rumstehen, anscheinend, ne? Ah, Mann, ey. Dadurch, dass ich das Spiel, als es neu war, halt einfach irgendwie jeden Tag 6 Stunden gespielt habe, bin ich so zügig vorangekommen, dass es mir jetzt, wo wir das Spiel so auf 2 Stunden Häppchen verteilt spielen, kommt mir alles so ewig lang vor. Dozentenrang erhöht! B. Ein neuer Adjustantenplatz ist frei geworden. Cool. Der beste Dünger, den man freischalten kann, heißt Pegasus-Segen. Ich kann mir schon vorstellen, was es damit auf sich hat, mit diesem Pegasus-Segen. Was kannst du mich denn ausbilden? I believe it best that I stick to quietly fishing by myself. Im Fischen kann er mich ausbilden? Nee. Speer, Axt, ich weiß, wo ist denn mein Zettel? Hier ist mein Zettel. Und mein Stift, da ist mein Stift. Ich muss mehr Notizen machen wieder. Momentan weiß ich nämlich gar nicht genau, was ich... Lanze und Vernunft. Lanze und Vernunft. Na, dann lernen wir doch mal Lanze ein bisschen bei ihm. Let's see. Ash. No, fishing was a nice change of pace. But now it's time to focus on the battle of the eagle and lion. Huh? I'm really frightened. Schade. Ash wäre schon nützlich, einfach nur wegen seiner Spezialfähigkeit. The fishing? Good to see you. Jetzt muss ich bei ihm nochmal schauen. Ralf ist tatsächlich auf Rüstung getrimmt, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber Ralf, brauche ich nicht unbedingt. Der ist eigentlich kein, der ist ein guter Tank, aber der wäre jetzt nicht wirklich wichtig. Wenn wir den nicht mehr kriegen, wäre es nicht so schlimm. Wen fände ich noch wirklich cool? Warum willst du dich eigentlich nicht uns anschließen? Verstehe ich gar nicht. Und? Wo ist denn Lysithia? Die steht hier unten anscheinend nicht dabei. Ah, hier ist die. Da teleportiere ich mich mal kurz hin. Was hat sie denn? Habt ihr das gehört? Ich teleportiere mich vor die Nonne und die so... Wieder dieser blöde, rumteleportierende Magister. Why would we go? It may be. I guess there's. Yes, I'm actually very. Die mag Glaube. Das schreibe ich mir noch auf. Lysithia. Oh Gott, naja, ich weiß ja, wer gemeint ist, wie ich das gerade geschrieben habe. Glaube. Okay. Also Lanze, Vernunft, Rüstung, Glaube. Wen will ich noch? Da müsste ich jetzt... Jetzt habe ich die Hülle nicht da. Die Rückseite des Spiels vom Wendecover ist da immer perfekt. Aber ich glaube, das sind die wichtigsten, die ich gerne hätte. Lysithia, weil sie eine super Damage-Dealerin ist. Lawrence, weil ich ihn gern mag. Ash, weil er ziemlich gut Schlösser knacken kann. Und Ralf vielleicht, weil er ein guter Tank ist. Aber der muss gar nicht unbedingt sein.
Pardon me. What? What? Und wenn ich noch jemanden sehe, dann... Wobei, ich kann ja euch hier eigentlich schnell nachschauen. Ob mir gleich... Ah ja, Dorothea brauche ich noch unbedingt, ist klar. Aber die habe ich mit Edelgard sowieso schon. Genau. Das ist das Safe Game. Ja, ich meine, da sind einige echt gut. Aber ich suche halt eher so die sehr speziell. Nee, dann passt es schon mit den Vieren. Das wird eh schwer genug, dass wir die überhaupt rekrutieren können. Den Amiibo-Garten darf ich nicht vergessen. Das vergesse ich immer. Da habe ich schon Amiibos und dann vergesse ich ab und zu hier die nützlichen Items zu looten. Gerade die Schmiedematerialien finde ich echt super. Wenn man es einmal durchgespielt hat im New Game Plus, kriegt man hier nochmal extra super krasse, super Belohnungen. Das sind dann wirklich so extrem seltene Schmiedematerialien und auch Ausrüstungsgegenstände, die echt gut sind. Halt, wer bist du? Einführung ins Putzen. Sowas könnte ich wirklich brauchen. Real Life. Petra! Schauen wir uns die Petra-Sequenz mal an. Ja! Professor? Was machst du da? Please take my apologies. I lost time while I was training. There are not many chances for real fighting here. My body is more weak than it was. Weaker, I mean. I will keep training now. I hope your night is good. Oh, ich befürchte fast, dass die nach dem 5-Jahres-Sprung vielleicht normal redet, weil die lernt ja die Sprache vielleicht. Könnte sein. Fände ich fast schade. Solltest du nicht auch langsam ins Bett gehen, Petra? I need to have more training. There are things that I have not done yet. Things that have to be done. For the future. I have to try with hardness. Training, studying, socializing. I will not always be having time to do those things. And speaking the language of Fodlan, I worry I will never be doing it just right. Warum strengst du dich so sehr an, Petra? Why? Because the position of Bridget is weak. Fodlan and Dagda are big. Bridget is a small island in the middle of them. Bridget has great beauty, but little power. We will not have... will not survive unless we get more strength. I will lead Bridget, and so I have responsibility. I have to have more strength than anyone. Keine Ahnung, wenn du meinst, dann trainier, ist okay. Yes. That is why I have to give it my best try. I am an ally of everyone, and I have belonging at the Officers' Academy. That is also why I try with hardness. You can always be counting me. I mean, counting on me. But you should know that one of these days will be when I return to Bridget. Before that day, do not try stopping me from trying. And please, keep watching over me. With you, I can try with more hardness than I could alone. Cool. Wenigstens einer hat Motivation für das nächste, für die nächste Trainingsstunde. Wobei, wenn wir jetzt noch ganz viel mit Leuten essen, ne? Wird das schon hinhauen. Gehen wir mal in den Chor singen. Schauen wir uns den Kummerkasten an. Aber hey, bei diesem Savegame hatte ich mit dem Kummerkasten bis jetzt echt noch gar kein Glück. Es ist echt furchtbar. Hey. Zwei Kummerkastenzettel. Es gibt da jemanden, den ich einfach nicht besiegen kann. Wie bringt man jemanden schnell und einfach dazu, sich geschlagen zu geben? Was hältst du von Gift? Schnell und einfach klappt hier gar nichts. Bitte ihn doch einfach darum. Ich würde sagen, ich sag schnell und einfach klappt hier gar nichts, weil das die Leonie, glaube ich, hier, die muss
die will Gerald übertreffen oder irgendwie so. Die soll mehr trainieren, sage ich quasi. Ja. Ich möchte meinen Hobbys nachgehen, aber dazu muss ich immer warten, bis alle schlafen und die Gemeinschaftsräume leer sind. Mir fehlt die Zeit. Also, ich glaube, die vernünftigste Antwort wäre die hier, aber wähle ein Hobby, das alle gemeinsam machen können. Nee, mach doch deine Hobbys dann einfach tagsüber. Aber das gefällt dir bestimmt nicht, die Antwort. Das habe ich mir schon gedacht. Aber was hätte ich denn sonst sagen sollen? Ist doch alles Quatsch sonst. Im Chor singen. Wer darf denn im Chor singen? Jetzt passt auf, am besten wäre es ja schon immer, wenn ich mich mit denen anfreunde, die ich gern noch rekrutieren würde. Ich meine, dö und so hätte ich natürlich auch gerne im Team, aber das geht halt gar nicht. Na gut, Loren singt wenigstens gern. Singing with others is a nice change of pace. Usually I do it when I'm alone. Me, 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 me. Something appears to be wrong with my throat. Cool, dann gehen wir jetzt nur noch schnell in den Speisesaal. Wobei, trainieren, Skills trainieren, ne? Gerade magische Skills, Glauben. Ja, okay. Wir müssen unseren Glauben ein bisschen boosten. Weil bevor ich nicht wenigstens ein bisschen zaubern kann, kann ich den auch nicht selber auf dem Schlachtfeld trainieren. Das ist echt gemein bei so Skills wie eben den magischen Sachen und Reiten und Fliegen und Rüstung. Die kann man sich gar nicht von alleine beibringen. Deswegen bitte glauben. Wer kann mir denn noch Glauben beibringen? Eine von den Lehrer, die Manuela, glaube ich, bestimmt, oder? Yes. Nee, du wahrscheinlich eher nicht. I'm not going. Cool. Nosferatu gelernt. Yields results. D plus erreicht. Wunderbar. Ja, das passt schon. Dann gehen wir jetzt noch essen, dass wir unsere Bande noch stärken zu den anderen. Dann koche ich mal mit Lysithia erst. Is easy once you understand the basics. Let's not use that vegetable. Technically it's edible, but it's not highly favored. I see. Na gut. Was habe ich jetzt schon meine Punkte verbraucht? Ich dachte, wir hätten noch einen, habe ich mich verzählt. Jutebeutel mit Steinen. Aber den verteilen wir beim nächsten Mal. So, bei den Händlern einkaufen will ich auch nichts Spezielles. Wir waren beim Gärtnern und beim Amiibo-Brunnen. Angeln will ich nicht. Gerade. Dann beenden wir den Tag. Angeln läuft einem zum Glück ja nicht davon. Die Köder werden ja nicht schlecht. Das kann man immer machen und so oft man will. Da ist es zum Glück relativ wurscht. Jetzt hat halt wieder niemand Motivation, ne? Ah doch, Edelgard ist super motiviert. Top motiviert, die Edelgard. Ja, komm. Perfektionieren wir ihr Axtkönnen heute. Das bringen wir jetzt auf B+ heute. Aber gerade so. I'm getting closer. Gerade so. Und Petra. Bei der machen wir das gleiche mit dem Schwert. Also, da wird es nicht für B+ reichen, aber es geht in die Richtung. Dorothea, warum nicht?
Okay. Ich könnte noch 3 unterrichten. Na, okay, gut. Ich habe auch noch 3, die wenigstens ein bisschen... Ach, wisst ihr was? Das sparen wir jetzt die Zeit. Das mache ich schnell mit Autounterricht. Die 3 haben alle 3 keinen Bock und ich kann sowieso nur die 3 unterrichten. Das ist eh wurscht. Wochenunterricht beginnen. Professor. Oh, was will er denn? Momentan trainiert er Axt- und Fausttraining und er würde gern Fausttraining und nur Fausttraining. Ach so. Ja, von mir aus. Mir doch wurscht. Lorenz Kuhl möchte sich uns anschließen. Da bin ich einverstanden. I have heard good things about you. I believe your talents may be well suited to working with a student of my uniquely high caliber. What do you say? Shall we arrange a transfer? Yes, we shall, my good friend. I suppose when I put it that way, how could you possibly decline? We are a natural fit. I expect only the very best from you, Professor. Na schau, kann ich Lorenz streichen, müssen wir uns nicht mehr auf Vernunft spezialisieren. Cyril hat Geburtstag. Thanks. Oh nein, ich wollte, warum habe ich ihm denn jetzt Blumen gegeben? Ich wollte ihm schon zum Tee einladen. What a splendid result. Ist auch wurscht. I am rather proud of myself, I must say. Is that so? In any case, I think it's time for a break. I'm closing in on expertise. Irgendwie bei diesem Hochleveln hier am Schluss, bei diesem Wochentraining, gibt es immer nur die Geschwindigkeiten super turbo, man kriegt gar nichts mit, oder die Geschwindigkeit so lahmarschig, dass man beinahe einkriegt. Well worth the effort. So. Heute gibt es sogar irgendeine spezielle Schlacht. Also machen wir heute definitiv Kämpfe. Aber erst gibt es ganz viel Unterstützungsdialoge, die wir uns anschauen müssen. Nicht so viel sind es nicht. Wahrscheinlich nur 3. Schauen wir mal. Hubert und Bernadetta. Die sind echt ein seltsames Paar. Der ist bestimmt wieder creepy und seltsam, der Dialog. Yes? I just, I wanted to thank you. For the other day, you know... When I fainted, thank you for carrying me back to my room. That was nothing. It saved me effort in the long run. Leaving you there would have just caused even more trouble. I guess that's true. Well, thanks. There, I said it, and now I'm going. Is this why you've been circling me like a vulture for the last several hours? Vulture's a bit... Well, yes. Yet you would have fled if I'd approached. It seems you will avoid me at almost any cost. Well, that's... You don't need to say it. I know. I'm frightening. I'm told so often. Please don't laugh like that! Apologies. I will be mindful not to laugh in your presence from now on. Terrifying! You think so? Oh no! Now you're angry too! Hardly. I'm sorry to have frightened you. No, you're not! It's a trick! You're lulling me into a false sense of security! I can't stand it! She's a lost cause. Ich frage mich, ob Hubert hier Humor beweist oder ob er sich wirklich bemüht, nicht gruselig zu sein, aber es einfach nicht schafft. Hi. Well, well, if it isn't Bernadetta, what brings you here? Am I bothering you? I'm sorry, I didn't mean to. I'll come back another time. Don't leave yet, you just got here. Was there something you wanted to talk about? Yes. Do you remember that time in town? In town? Oh, you mean when all those thieves showed up? Whew, that was rough. I heard a bunch of people got robbed. No, not that. I mean the time I was... carried off. Some thieves tried to carry you off? Horrible.
absolutely horrible. Just tell me which way they went. I'm gonna... That's not what I mean. Oh, just forget it. Wait, don't go. What are you trying to ask me? Will you really listen this time? Of course. Sorry. You have my full attention. Do you remember when you carried me to that spot with a really pretty view? Where is that place? I've been looking all over. The place I took you with the view? Oh, right! Okay, first you go out of the monastery, and... Actually, it's kind of tricky to explain. Come on, I'll just take you there again, but pay attention this time. Okay, das war's schon. Das war viel weniger, als ich dachte. Na gut, dann weiter mit Kämpfen. Ah, Lorenz Nebenquest können wir jetzt machen, weil der zu uns gehört. Das ist ja cool. Dann machen wir das und irgendeine von den beiden Quests machen wir nachher auch noch. Aber jetzt fangen wir mal damit an. Ja, die werden niedrigleveliger, ist wurscht. Es wäre schon cool, ich so viel wie möglich zu rekrutieren, schon allein wegen deren Unterstützungsdialoge und Personal Quests. Wäre schon cool. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar zusammenkriegen. Ich werde mir Mühe geben. Ah, perfection. All these tea leaves are just divine. Quite the impressive selection, if I do say so myself. Lawrence, so this is where you are. Hello, Cyril. Lured here by the exquisite aroma, were you? No. I've got a thing for you. It's a letter. All right, well, don't say I didn't deliver it. A letter for me, is it? Curious. Let's see what we have here. Verzeihung, von wem ist denn der Brief, Lorenz? Hello, Professor. It is a rare correspondence from my father, as it happens. Some difficulty with Acheron, apparently. My father wishes me to return home and settle it. Wer ist denn Acheron? A young lord whose domain borders my father's. Dankeschön. Do you know of the Great Bridge of Myrdan? It is an old bridge across the Aramid River. A key crossing between Alliance and Empire territory. Acheron controls the land on the northern side. Controlling such an essential location gives him quite a bit of clout, which he is ever so eager to deploy toward the purpose of stirring up trouble. This time, he is dredging up an old border dispute that was supposed to be settled some time ago. He has even begun to dispatch military force. It is best we rout his troops before they cause any damage to the surrounding villages. Und wieso fällt diese Aufgabe jetzt dir zu? To my father, Acheron is insignificant in the face of far more pressing political matters. Other houses wield far greater power and influence. Goneril, Ordelia, Edmund, and of course Regan. To make his voice heard at the Round Table conferences, my father must keep up relations with them. That is simply the way the Lester Alliance works. It was, after all, founded with the goal of freedom from Fargus. We prize that independence highly, even if it occasionally hinders cooperation. There is often talk of mutual aid, but the truth is that each noble acts to maximize personal benefit. At the moment, the Regan dukedom is in no state to keep those conflicting motivations in check. So while the Alliance may appear to be at peace, the reality is that internal conflict is a routine matter. Of course, this leaves me precious little time to sit back and enjoy a cup of tea. Alas, I must be off. Na dann, viel Glück. Since you're here, perhaps you would care to accompany me on this little errand? I have no fear of Acheron, but it could be valuable for you to experience these political nuances firsthand. Though I have left the Golden Deer House behind, the fate of the Alliance will nevertheless rest upon my shoulders someday.
It is important to me that those I deal with understand its workings. What say you to broadening your horizons? Das ist schon cool, dass die da drauf eingehen, ne? Okay, ich bin dabei. Excellent. Let us be away at once. I shall leave the finer details of preparation in your capable hands. Wenn es auch nur ein Nebensatz ist, aber dass die das da einbauen, so von wegen, ich bin zwar jetzt nicht mehr in der Klasse, aber immer noch aus dem Reich, so ungefähr, das ist schon cool. Ich frage mich immer, was die Stillsteh-Animation ist. Hier ist es der Saturday Night Fieber-Tanz oder so. Ich glaube schon. Ah, das ist der Kampf. Der ist gar nicht so leicht. Den habe ich ziemlich schwer in Erinnerung. Wenigstens haben wir jetzt genug Leute, dass wir unsere Reihen komplett füllen können. Kaspar als Adjutant, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe ja, das ist immer das Problem, weil ich hätte immer gern die besonders guten und effektiven im Team, aber eigentlich will ich dann doch hauptsächlich mit den Mitgliedern meiner eigenen Klasse kämpfen. Das ist immer ein bisschen doof. Deswegen würde ich jetzt fast wirklich Kaspar mitnehmen, damit der trainiert wird. Und Shamir begleitet Kaspar, weil der ein bisschen nicht der Stärkste ist unbedingt gerade. So, machen wir es so. Los geht's. Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber... Far more enemies than I expected. I am glad you decided to come with us, Professor. Aber die kriegen wir schon, die Lysithia. Auch wenn die nicht mitkämpft. Oh, and here I thought Count Gloucester would be too busy to send his soldiers here. Die kann dann in der Nebenquest mitkämpfen. Ah, well, it doesn't matter. I'll just have to deal with you little meddlers swiftly and decisively. Ah, ich hätte die Bataillone auffüllen sollen. Die sind bei fast allen total kaputt. We can deal with him. That ought to scare the rest of these rats off. We need not actually kill him. So long as we cut his escape off convincingly enough, that should suffice. Okay, die dürfen nicht auf das rote Feld. Take note of those drawbridges. They can only be operated from one of the banks. We may be able to use that to our advantage. Okay, jetzt schauen wir mal. Im Grunde gibt es drei Wege, die man hier einschlagen kann. Hier rüber, darüber, darüber. Stay focused. Zum Magister könnte ich ja gleich mal einen angreifen. Ah ja, der ist dann gleich weg vom Fenster. Perfekt. Tja! As expected. I will prevail. Hilda geht hier rüber, weil sie es kann. I will get the victory. Petra geht hier lang und ich hoffe, dass das dann hinhaut. I stand ready. Lorenz kann ich jetzt gerade überhaupt nicht einschätzen, wie gut der ist momentan. So ganz frisch gebacken. Put me in there. As you wish. Well done. Battle. Ich soll einfach mal die Erfahrungspunkte vom Boden aufheben. Warum nicht? Aber Petra hat gerade schon, die wird ganz schön attackiert. Ich hoffe, das war keine blöde Idee, die so weit vorzuschicken. Aber wird schon hinhauen. That's my cue. Hoffentlich. Warte mal, Dorothy, ja. Und Bernadetta lasse ich mal. Obwohl, Bernadetta. Die könnte den killen, aber dann wird sie von dem Ritter angegriffen. Ah, warte mal, die hat auch 3 Reichweite, ne? So könnte die den killen und wird dann angeblich von niemandem angegriffen. Das versuchen wir. Ja.
Yeah, sehr gut. Hi Ratze, hallo, wie geht's? Ich habe vorher deine Nachricht noch auf Discord gelesen. Ich habe da nicht mehr geantwortet. Würdest du gerne ein eigenes Video quasi machen darüber? Oder so als Part von einem größeren Video? Quasi. Oder wie? Aber grundsätzlich, ja, genau. Grundsätzlich sowas in der Art. Ich mir vorgestellt, aber ich würde da eh den einzelnen Leuten relativ freie Hand lassen, was den Inhalt angeht. Und ich habe mir über Petra Sorgen gemacht. Flame Spirit, protect me. Ja, sie ist einfach nicht so ein Tank, aber sie hat halt einen unglaublich guten Ausweichwert. Sie wird einfach nicht getroffen von mir. I will not be stopping. Ja, das ist mir eigentlich egal. Ich habe ja eh schon gesagt, dass ich jetzt bis Sonntag mal ein bisschen warten würde, damit auch wirklich jeder Zeit hat, auch die unter der Woche vielleicht viel arbeiten müssen oder so, um sich einzubringen. Und dann würde ich eh mal in den Gruppen fragen am Sonntag, ob jemand bereit wäre, quasi jetzt hier Verantwortung zu übernehmen und das alles zu sammeln, und dann werden konkrete Pläne gemacht. Oh Mann, ey. Der hat gleich drei auf einen Streich. Und dann reitet er auch noch weg. Was für ein Arsch. Ja, super. Jetzt stehen die hier und können sich nicht bewegen. Alle bis auf Bernadetta. Yes, die kann den echt wegsnipen. Na, wenn sie trifft und wird dann attackiert von... Ah, gleich zwei. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel für sie. Zwei ist ein bisschen gefährlich. Ich danke. Bin mir nicht sicher, ob ich mich da trauen soll. Ja, genau, so könnte man das machen. Das wäre eine witzige Idee. Dass Ostfriesland der Niedersachsen-DLC ist. You could have at least tried. So ein bisschen wie Verhaber. A great help. So, hau mal den Magier weg, weil der ist wahrscheinlich der gefährlichste. Für dich. Well, how was that? Ach ja, warte mal. Hat jetzt Edelgard offiziell zwei Wappen? Ja, tatsächlich. Jetzt wurde das revealed. Das heißt, dass sie sich auch selber heilen kann durch Angriffe. Oh, oh, Carter, bitte keine Kabel rausreißen. Das wäre sehr freundlich. Ach, Mensch, doch nicht mit dem Donnerschwert. Das will ich eigentlich aufheben. As expected. Aber ist schon okay. Na gut, ich kann noch viermal zurückspulen. Dann bin ich noch bereit, dass ich was riskiere. Schicken wir Bernadetta mal vor. Wenn sie schafft, den Ritter... Ah, verdammt. Ich wollte gerade sagen, wenn sie schafft, den Ritter zu killen, hat es sich wenigstens gelohnt. Aber jetzt hat sie nicht geschafft, den zu töten. Das heißt, dass sie jetzt gleich drei Leute hat, die sie gleich angreifen werden. Das könnte dann schon ein bisschen sehr gefährlich werden. Aber schauen wir mal. Die anderen können jetzt leider gerade eh nichts machen. Also hier rumstehen. Der Kasper kann ja auch nicht helfen. Na, schauen wir mal, wie es läuft. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Der blockiert einen Platz direkt vor ihr. Und hat nicht getroffen. Genau, der Magier ist der Einzige, der Edelgard hier gefährlich werden kann. Die anderen können wahrscheinlich keinen oder wenn, dann nur sehr wenig Schaden machen. Ach,
glory of progress. Oh, 2x18 ist nicht gut. Ah, aber die Trefferwahrscheinlichkeit ist schlecht, Gott sei Dank. Oh, alle schießen einfach vorbei aneinander. Das ist gut, das ist nicht gut. Das ist okay. Okay, Bernadette hat es offiziell geschafft. Und sie hat sogar noch geschafft, den Weiter doch noch zu killen. Sehr gut. Puh, der Pegasus-Retter hätte echt gefährlich werden können. Oh nein, oh Gott, ich muss ein bisschen aufpassen. Diese verflixten fliegenden Einheiten immer. Die habe ich immer nicht so gut auf dem Schirm, wie ich sollte. Kaspar, kannst du den hauen, bitte? Jein, würde ich sagen, ist die Antwort. Ach ja, keine Ahnung. Mach mal, das kriegen wir dann. Vielleicht kann ja einer von den beiden Heilern den Rest übernehmen. Hardly worth my time. Now you know your limits. Da, 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 da. I must get stronger. Sag mal, kommt das Wort Ritter nicht eigentlich von Reiten? Ich weiß es ehrlich nicht. Ich dachte immer. Weil dann ist das irgendwie komisch, dass die dicken, gepanzerten Kerle ohne Pferd Ritter sind. You are not. Greatness awaits me. That is that. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Petra haut den da weg. One more success. Kommt von Reiten. Ja, genau. Habe ich mir schon gedacht. Dann ist das wirklich komisch. Aber mir eigentlich auch irgendwie wurscht. Jetzt schauen wir mal, dass wir den Pegasus wegkriegen. Das wäre ziemlich gut. I thought I was dead. Aber man hat es leider nicht gesehen. Ich finde diese Pegasus-Reiten-Panisch-Davon-Animation irgendwie so witzig. Ach so, den da dürfen wir nicht vergessen. Dorothea, mach den mal kaputt. Was? Ah doch. Na, na, mal schauen. Nicht so genau. Perfekt. Winning's always nice. Braucht irgendwer Heilung eigentlich? Ferdinand könnte geheilt werden und die Hildegard auch. Machen wir mal. Well done. Have you found something nice? Go ahead and hand it over. Hä? Was haben wir denn gefunden? Ach so, die Diebe von ihm. Die müssen wir quasi stoppen, sonst hauen die mit dem Loot ab. Thieves, do not allow them to escape. Ich versuch's. Here! No use. Warum hat Petra eigentlich kein Bataillon dabei? Das sollte ich auch mal wieder ein bisschen managen. Ich glaube, das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Cool, jetzt hat sie noch mit angegriffen. Hat überhaupt nichts gebracht und so, aber ich finde es immer trotzdem cool, wenn es passiert.
Na gut, dann darfst du den jetzt noch kaputt hauen. Should I have held back? Nee. Das ist eine komische Frage. Warum denn? Mach mir ein Bogenschützen-Duell. Na gut, einigen wir uns auf Unentschieden. Anywhere I can hide. Cool. Na dann kann Petra gleich den Dieb verkloppen. Muss schon langsam ein bisschen auf ihre Lebensenergie aufpassen. Genau, weil ab und zu wird sie dann doch getroffen. Witness Bridget Pride. My understanding has completion. Her understanding has completion. Oh nein, ihre Axt ist kaputt. Dafür hat sie ein Teufelsschwert bekommen. Ich lasse die Axt in ihrem Inventar. Die soll, damit ich nicht vergesse, das zu reparieren. Habe ich befürchtet, dass das nicht reicht bis zu ihr. Wie sieht's denn mit ihm aus? Ah, vielleicht. Das ist zwar ein weiter Weg, aber vielleicht reicht's. Ach ja, perfekt. You inspire. Ich meine, sie kann zur nächsten Runde eh nicht angegriffen werden. Aber bevor sie noch weiter wegläuft vom Kernkampf, ist das schon eine gute Idee, glaube ich. Still raring to go. Back to the fray. Eine Übungsaxt. Nur stell dich mal hier hin, da wirst du auch geheilt. Da kommt ja jetzt ein ganz schöner Trupp, aber das schaffen die zwei schon. Theoretisch sogar mehr. Nein, aber der Dieb entkommt uns, wenn ich nicht aufpasse. Dann müssen wir doch mit Hauptcharakter und Lorenz den Weg abschneiden. Weil der Dieb, den kriegen wir nicht mehr sonst. The enemy is on the move. Do not let them through. Nee, machen wir nicht. Gut bleiben. So, Lorenz, kannst du mal bitte freundlicherweise die Brücke senken? Dankeschön. Fought well. Put me in there. Das ist schon mal gut. Naja. Kein Gegenangriff, wenn's hinhaut. Versuchen wir es. Hoffentlich. Perfekt. Der Magier ist weg. Der ist der gefährlichste hier gewesen. Oh, diese Pegasus-Ritter. Ich weiß nicht, warum die beim Gegner immer, beim Bot immer so krass sind. Guckt euch das an. Ich muss mir echt Sorgen um Felix machen hier, um Ferdinand machen hier. Na, alle anderen können ihm nicht wirklich Schaden machen. Nur der Pegasus-Ritter. Kannst du da was machen? Nee, er kann nichts machen, leider. Das Pegasus-Ritter so krass in dem Spiel. Wenn der Gegner sie führt, zumindest. Ich meine, die Genauigkeit ist nicht sehr gut. Auf das könnte man sich verlassen. Oder zumindest darauf spekulieren. Und das mache ich jetzt auch. Ich mache jetzt den Bogenschützen kaputt. Oder vielleicht den hier. Weil da habe ich anscheinend... irgendeine Kampftechnik. Ritterschreck. Können wir den One-Hit killen irgendwie? Nee. One-Hit-Kill geht nicht. Na dann, hau den Bogenschützen kaputt. Und dann schauen wir mal, dann hoffen wir mal. This was beneath me. Dass Ferdinand das schafft. Eigentlich ist er ja schon krass auch.
Flame Spirit protect me. Ein Antidot. Die hat schon zwei Antidot. Warum? Ja, die Bernadetta kristallisiert sich jetzt gerade immer mehr zum One-Hit-Kill-Super-Fernkämpfer aus. Das ist doch ziemlich cool. Die macht verdammt viel Schaden. Ich hätte mir Ferdinand als letztes ziehen sollen. Falls das jetzt nicht hinhaut, müssen wir so viel zurückspulen wieder. Das hilft dir nichts. That helps. Schauen wir mal. Nein, jetzt trifft er. Unverschämtheit. Ich meine, ist kein schlimmer Treffer gewesen. Aber ich finde, es ist eine Unverschämtheit. Damn, das ist kein guter Anfang für Ferdinand. Da kommt nämlich noch ziemlich viel Schaden auf ihn zu. Ja, ich hab's dir eh geglaubt, aber die hat halt ein bisschen Zeit gebraucht, um sich zu entwickeln. Das ist ja bei vielen so. Das Tierpotenzial erst entfalten, schön langsam. Witness Bridget Pride. Ah, komm schon. Jetzt kommt der Pegasus-Ritter und bringt ihn nämlich um. Only a fool challenges me. Ja, ja, Ferdinand. Jetzt bist du noch arrogant. Aber wart mal ab. Dammit, ich hab's doch gewusst. Als ob die Bots das mit Absicht machen, dass es immer der letzte Zug ist quasi, damit man ganz viel zurückspulen muss. So, Ferdinand. Bei Ferdinand müssen wir etwas anderes überlegen. I am Ferdinand von Eyre. Vielleicht zurückziehen, damit alle die Edelgard angreifen müssen. Oder dass nur der Pegasus angreift, oder dann gehe ich in den Busch. Ja, okay, das machen wir. Dann geht er in den Busch und wartet hier. As you wish. Und der Hubert unterstützt ihn noch ein bisschen. Thanks. That's my cue. Und alles andere machen wir wieder genau wie vorher. Appreciated. I will get the victory. Flame Spirit protect me. Oh no. Can I go now? Okay. Gut, ich glaube, das war's. Na schau. Vorher war es genau andersrum mit den Treffern. Jetzt hoffe ich, dass Edelgard den standhalten kann. Ich denke eigentlich schon, aber ich traue dem Pegasus gerade alles zu. Der ist irgendwie irre. Ich weiß nicht warum. Komm, hatten wir schon. Das Ganze, das kennen wir schon. Hey, Rüstungslevel erhöht. Sehr gut. My heart is full of victory. Ah!
Die Edelgarde ist wirklich krass, oder? Die ist einfach ein unsterblicher Superkiller-Panzer. Jetzt bin ich gespannt. Ach so, da greift der Ferdinand an. Na gut, das lief besser als beim letzten Mal. Warum? Warum sind die so krass? Ah, mit Todesgeheul. Okay. Kann er den hoffentlich töten? Blöden Pegasus-Reiterin da. Shocked, you made it easy. Warum waren denn die gerade so ein Mini-Endboss irgendwie? Das ist echt total heftig. Thank you. So, und jetzt darf er sich doch noch den Bogenschützen holen, wie beim letzten Mal. Nur, dass er diesmal nicht trifft. Schade. Dafür findet er Rosthandschuhe. I will prevail. Okay. Stay focused. Theoretisch könnte er vielleicht wahrscheinlich vorreiten, einmal reinhauen und dann wieder abhauen. Kein Schaden. Genau, so sind normalerweise Pegasus-Ritterinnen in meinem Team. So kenne ich die eigentlich. Die fliegen ein bisschen rum, machen überhaupt keinen Schaden, sind total nutzlos. So kenne ich das eigentlich. It's time. Ja, das stimmt. Die KI ist zwar teilweise echt gemein und sucht sich die schwächsten Glieder in deinem Team raus, aber Selbsterhaltungstrieb haben die überhaupt keinen dafür. Aber ich habe mir das immer so erklärt, dass das halt einfach nur irgendwelche Soldaten auf dem Schlachtfeld sind, die nicht so einen super Strategen auf ihrer Seite haben, der alle Werte sieht und alles genau irgendwie vorhersehen kann. Und deswegen machen die halt einfach Blödsinn und laufen manchmal auf irgendwelche Gegner zu, weil sie sich denken, den schaffe ich! Und dann werden sie halt weggehauen. You inspire. Oder vielleicht sogar gezielt. Ich hole mir jetzt den Anführer von denen, weil dann Prestige und so. Und dann fallen sie um und sind tot und wissen gar nicht überhaupt, was genau passiert ist. It's over. Each battle, a chance to grow. Predictable. Und wir auch noch. Nein, die haben es geschafft, den Magister zu killen. Diese Pegasus-Ritterinnen, ich weiß nicht, auf was die sind. Ich hätte das auch gern. Ich würde das auch gern an meine Pegasus-Ritter verfüttern, was die denen gegeben haben. Ah, jetzt muss ich hier nochmal schauen, was wir hier dann machen. Das ist ein Problem. Ah ja, dann... Stay focused. Machen wir es so, dass ich hier stehen bleibe, einfach. Let the lesson begin. Ja! Mein Gott, wie dramatisch, dass er da steht. Impressive. Mit seinem Schwert. I will oh, da muss ich aber aufpassen, weil diese blöde Pegasus-Ritterin greift ja jetzt dann Petra an, wenn ich die vorschicke. Wie gesagt, ich traue dem gerade momentan alles zu. Das ist die absolute super Bunny-Kill-Monster. Wir haben es ja gesehen. Nee, komm, aber nee. 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 Der Pegasus schafft es nicht, Petra zu killen. Weil sonst weiß ich auch nicht. I will not be stopping. Ich battle.
appreciate it. Put me in there. So, ich hoffe, jetzt läuft's besser. Erstens kann ich jetzt unser Magister sogar wehren. Diesmal hätte er sogar den Pegasus-Angriff überlebt, glaube ich. Ja, genau, das wird sie wahrscheinlich auch machen, aber wir müssen sie erstmal anlocken. Ja, schau, Petra hat es fast geschafft. Sehr gut. Und Ferdinand wird auch noch seinen Erzfeind, den Bogenschützen, schaffen irgendwann. Wir hatten das niedrigste Level von denen. Ja, dann würde ich fast sagen, dass er den jetzt abstauben darf. So billige Abstauber-Kills sind immer gut. Victory. Ein Rostschwert. Manchmal sind diese Rostwaffen super mächtige Artefakte, wenn man sie entschlüsselt. Man weiß es vorher immer nicht. Ach, ich könnte... Ah ja, okay, das machen wir, glaube ich. Mal schnell einen Laserbeam über den Fluss schicken. All roses have thorns. Das ist cool. Not quite what I was after. Ein Oberstufensiegel. Warum nicht? Kommt jetzt Verstärkung? Nö, irgendwie kommt gar nichts. Cool. Achso, die Zonen sind verschwunden. Ich verstehe schon. Die Fluchtzonen für die Diebe. I will prevail. So, Ferdinand, jetzt komm, hol ihn dir. Ferdinand von Eyre. Schnapp ihn dir. Auf einmal hat er voll die hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Ah, weil er vorher im Gebüsch stand, der Bogenschütze. This was beneath me. Wie machen wir denn das jetzt? Magister muss fast den Magier jetzt mal weghauen. Should I have held back? Du hast wahrscheinlich nicht genug Reichweite, aber doch, du hast irgendeine Fernwaffe, eine Wurfaxt. Na ja, mal schauen. Schade, ich hätte ihm noch irgendwie eine sinnvolle Waffe mitgeben sollen. Vielleicht ist jetzt der große Tag von Lady Pegasus Unterstützung gekommen. Nein, leider nicht. Hätte ja sein können. As you wish. Now. Ah, schon wieder. Ist das gemein. Ha! Vorbei, ein Blindgänger. Das finde ich schön, dass das Ding dann nicht explodiert. Und dann eine sinnvolle Animation gemacht haben, quasi. Na gut. Ach, er darf treffen, oder wie? Naja. That helps. Wenn er es schafft, müsste er eigentlich sowieso dem Lorenz die Ehre gebühren, quasi. Tja!
Each battle, a chance to grow. Naja, er schafft es wohl nicht, aber man kann ihn stehen lassen vorne auf jeden Fall, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Große. Ah, perfekt! Yeah, it worked! Give it up, Acheron. We are in the right. If you try to remain here any longer... What, you'll kill me? A tiny kid like you kills someone like me? Oh, that's too funny. An animal like you cannot be allowed to run amok. We will settle this here and now. If you think you're up to the task, then by all means. But it's not my fault if it ends badly. Oh, ich hätte schon fast einen kritischen Treffer befürchtet. Der hatte immerhin eine 11%ige Chance. Da ging alles gut. Jetzt greift er natürlich ausgerechnet Kaspar an. Ich hab's befürchtet. Weil er ein Arsch ist. Oh, schade, das wäre cool gewesen. Wir kriegen das hin. Shit, ich kann ihn gerade nicht heilen. Aber der überlebt das schon, oder? Hoffentlich. Hoffen wir mal. Warte, ja, schauen wir mal. Who are you? I'd appreciate it if you could just not get in my way. Ja, kein Problem. Oh Mann, ey. Okay, alle auf den Ritter, bevor wir uns den Boss holen. Bernadetta. Auf den Ritter im Gebüsch. Na also. Hüpft hier rum. Hat der ein Pferd oder eine Ziege? So. Und jetzt. Bring es zu Ende. Nobles must be strong. No flame, no gain. Beats growth. Ich finde mein Spruch war besser. Ah, wait, I lose. I give up. I surrender. Please don't kill me. You have my thanks, Professor. Please go on ahead. I will clean up here and then report to my father. See you back at the monastery. Na dann. Und eigentlich wäre der Plan gewesen, dass er ganz alleine alle umbringt, oder wie? Gloucesters Ritter. Die müsste eigentlich fast unbedingt Lorenz kriegen, logischerweise. Das sind ja seine Ritter. Your assistance in this incident with Acheron has proved most essential. Consider me in your debt. Thanks to you, the Alliance was able to nip this internal conflict in the bud. Ja, was wird nun mit Acheron geschehen? He has written a pledge to my father, swearing never to cause trouble about the border again. Of course, he is hardly the type to bind himself in good faith to anything written on paper. But Acheron has many connections, both in the Alliance and in the Empire. To remove him entirely would cause more conflict. We will just have to watch him closely for now. Klingt nach einer klugen Vorgehensweise. Indeed.
I do plan to eliminate him eventually, however. He is nothing but trouble. Incidentally, there was one other benefit to embarking upon this errand. Have a look at this. The magic staff Thyrsus, a relic passed down through House Gloucester for generations. It seems my father has finally recognized my ability. Apparently, he had been considering entrusting this relic to me for some time. He has had precious few opportunities to take to the field of battle personally of late. Doubtless, by giving this to me, he intends to send the message that I must work even harder. I will certainly continue to do my utmost, but I am by no means completely subservient to his will. Denkst du anders als dein Vater? I would not go so far as that, but my father seldom thinks beyond the immediate benefit of our house. While that is important, I prefer to consider the greater good when I make decisions. I believe that is a noble's duty. Now, for the time being, may I trust you to decide how we may best make use of Thyrsus? For the moment, I think you are in the best position to apply it to the betterment of all Fodlan. Bist du dir da ganz sicher? To be quite honest, I am not certain I feel ready to decide the fate of a relic on my own just yet. Do me this favor, Professor, and I will be grateful. Now to celebrate, allow me to treat you to tea. Cool. Das ist ein verdammt mächtiger Zauberstab. Der ist verdammt gut. Der erhöht die Zauberreichweite um 2 Felder. Und das ist voll gut. So, was machen wir jetzt? Die Elite unter den Rittern oder vertreibe die Banditen? Ist mir eigentlich wurscht. Machen wir den Banditenkampf hier. My thank you so much. Thanks so much. I have gratitude. Tja, aber scheinbar ist es ganz normal bei dieser Allianz, dass es ständig irgendwelche Geplänkel und Grenzkonflikte und sowas gibt. Bei der Storyline von Claude, von den Adlern, wird es immer wieder thematisiert, dass die anscheinend ständig so kleine Kämpfe führen. Das gehört bei denen zum guten Ton. So, jetzt passt mal auf. Jetzt könnte ich den Lorenz daheim lassen. Erstmal und dafür lieber die Lysithia mitnehmen. Und kann ich jetzt eigentlich ihr auch? Ja, warum nicht? Dann kriegt sie jetzt den Lorenz mit als Adjutanten. Nee, warte mal. Oh, wisst ihr, was wir machen? Ich habe eine noch bessere Idee. Lorenz darf doch mitkämpfen selbst. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Lorenz darf mitkämpfen und Lysithia kommt mit mir mit, weil dann freundet sie sich sicher mit mir an. Und wir hatten das niedrigste Level von allen. Das ist Lorenz mit 14. Naja, sie ihn nicht mitgerechnet. Ja gut, okay. Dann nimmt Lorenz sie mit, die Flayne, damit sie auch ein bisschen trainieren kann. Und außerdem glaube ich... Welcome. Schau ich mal kurz zum Schmied. Zur Schmiedin. Und gehe mal kurz alle Waffen durch. Das Donnerschwert ist schon ziemlich kaputt. Machen wir es zum Donnerschwert Plus. Kostet alle Magierkristalle. Aber dafür ist es dann cool. Oh, das kriegt mehr Reichweite. Ja, das ist cool. Ja, geht schon noch. Die Eisenaxt können wir nicht verbessern. Warum denn eigentlich nicht? Weil das eine Eisenaxt Plus ist. Ich verstehe. Thanks a bunch. Muss ich nachher nochmal schauen. Die Wurfaxt. Is that the one? Is that the one? Thanks a bunch. Machen wir besser. Is that the one? Thanks a bunch. Okay. Dann bitte nochmal reparieren. Thanks a bunch. Und dann gehen wir nochmal ins Arsenal und kaufen für Lorenz noch ein paar Lanzen. Is
that the one? Thanks a bunch. Is that the one? Thanks a bunch. Übungslanze, Meisterlanze und Langspeer. Das ist perfekt, da ist für jeden was dabei. Und Lorenz hat gleich in die Klasse einen Riesenhaufen Gold mitgebracht. Den verkaufen wir gleich. Thanks a bunch. Okay, cool. Come back. Anytime. Dann speichere ich jetzt mal, aber den Kampf, den machen wir noch, denke ich. Den schaffen wir noch heute. Ach, das ist die Map. Ich verstehe. I will get the victory. Ich finde das irgendwie komisch, weil die benutzen ja jede Map aus jedem Storykampf ungefähr 100 Mal in den optionalen Missionen. Aber die allererste Map, die Trainingsmap, die benutzen sie nie wieder für irgendwas. Das finde ich irgendwie komisch. Warum denn nicht? Warum mögen die die denn nicht? Was haben die denn dagegen? Kritischer! Schade. Oh, ach so. Ist ihre Waffenfähigkeit, dass sie ab und zu einen zusätzlichen Schuss abfeuert, oder wie? Ermöglicht gelegentlich Doppelangriffe. Perfekt. Das war jetzt gerade sehr nützlich. Das war jetzt gerade sehr cool, dass sie das kann. Schade. Ausweichen wäre mir lieber gewesen, aber ist schon okay. Dass der letzte dann nochmal kritisch war, das wäre gar nicht nötig gewesen. Aber gut. I stand ready. Oh, hat nicht mehr ganz für ein Level abgereicht. Appreciate it. That's my cue. I owe you one. As you wish. I am Ferdinand von Eyre. Ach was. Stay focused. I will prevail. Okay. Na dann. Right makes might, right? Ja, Ferdinand kann den zwar nicht ganz killen, aber mach ruhig mal ein bisschen Schaden. Ist okay. Still raring to go. Ich finde diese Faustwaffen sind schon echt mächtig, oder? Schon alleine, weil die immer zuerst angreifen dürfen. Beide Schläge und manchmal sind sogar vier. Zwei Schläge, dann darf der andere dann nochmal zwei Schläge. Das ist schon ziemlich krass irgendwie. Hardly worth my time. Nee. Das ist dann doch ein bisschen krass, glaube ich, für die Bernadetta. Aber, nee, wenn sie es jetzt geschafft hätte, den einen zu killen, dann hätte ich gesagt, okay, die anderen beiden packt sie schon. Aber so lieber nicht. Muss ja nicht sein. Vielleicht kann sie sogar mit Blick... Nee, kann sie leider nicht, wenn sie hier steht. Ah, aber hier geht's. Ja, dann machen wir einen Fernangriff noch auf jemanden. Ah... Ja, die Wahrscheinlichkeit. Wenigstens fast 50%ige Trefferchance. Hey, cool.
ist, der spielt den Lockvogel. Thanks for helping. Und er wird gleich doppelt geheilt. What a thrill! I've grasped it. Ein Übungsschwert, was sie alles für Waffen im Inventar hat, da muss ich auch mal aufräumen. Ich bin immer so Inventar-umräum-faul. Let the lesson begin! As expected. Ja, weil ich meine, sowohl der Magister als auch Kaspar kämpfen mit den Übungsversionen von den Dingern, die schlechtestmöglichen, und hauen hier alle ziemlich zu Klump. Und Raphael, der bei mir auch ein Faustkämpfer war, war auch total heftig, weil der halt immer viermal angreifen durfte. Should I have held back? Ta-da! A trivial victory. I'm still not satisfied. I understand more every day. So, Petra, ja, hau den mal kaputt. So viel Wiese vor der Kamera. One more success. Abstauberkill. This was beneath me. Tja. Geschenkten EP schaut man nicht ins Wehwehchen oder so. Die schießen so riesige Pfeile. Manchmal sieht man die richtig schön fliegen, dann merkt man, was für unglaublich gigantische Projektile die eigentlich rausschießen. Ja, da oben stehen Magier dabei. Naja, parken wir hier. Wird schon gut gehen. I thank you. Well done. Naja, ist zwar nur ein HP, aber er ist gerade der bedrohteste, glaube ich, von allen. Vielleicht ist es ein wichtiges HP. Stimmt, Petra ist da auch ziemlich krass. Aber ich glaube, in dem Fall liegt es eher an der Petra. Aber ich habe das Gefühl, mit den Handwaffen sind irgendwie alle krass. Watch and learn. Each battle, a chance to grow. Naja, ist ja wurscht. Mach so viel Schaden, wie es geht. Elemental Sight! You're outclassed! So, jetzt haben wir nur noch einen Gegner. Können wir noch schnell... Ja, sammeln wir noch schnell ein bisschen Loot hier. Ein paar Rostwaffen, die ich sowieso wahrscheinlich nicht brauchen kann, aber man weiß es ja nicht. Back to the fray. Ja, das hier ist die Map mit der ersten Schlacht zwischen den Häusern.
Aber ich meine die, wo man am Anfang die drei Oberhäupter quasi rettet, wo man mit den drei gemeinsam kämpft und mit Geralt, wo unten eine Brücke ist, die wird, glaube ich, nie wieder verwendet. Wenn mich nicht alles täuscht. The mark of nobility. Always getting stronger. Goldbeutel. Na dann. Das war jetzt aber echt ein schnelles Match, ey. Wahnsinn. Da können wir sogar noch anfangen mit der Hauptstory-Quest der nächsten. Nicht schlecht. Drücke die ZL-Taste, um die Funktionen zu unterbrechen. Welche Funktionen denn? Heutiges Ereignis, Ende des Adler-Löwen-Kriegs. Im Speisesaal servieren sie spezielle Gerichte. Gehst du hin? Natürlich. Warum sollte man da Nein sagen? Man kriegt einfach nur Bonis. Oh, I can eat so much of this stuff. My stomach's growling just thinking about it. I did not expect much from the dining hall, but this does not disappoint. So. Cool. You've done me a great service. Cool. So, ich glaube, hochgelevelt für ein neues Examen ist keiner. Ich bin mir gar nicht sicher genau, wie es bei Lorenz aussieht. Ah, ja, okay. Wisst ihr, was wir mit Lorenz machen? Wegen seinem Zauberstab wird er zum Magier. Und dann kriegt er auch seinen Zauberstab. Was there any doubt? Das macht nämlich Sinn. Ich muss nur dran denken, dass wir auch sein Inventar überarbeiten. Was ich hiermit jetzt auch machen werde. Von allen. Die haben ja auch so viel Schrott im Inventar mittlerweile, den keiner braucht. Ihn lasse ich mal so. Sie lasse ich auch so. Warum denn nicht? Hubert passt im Grunde auch. Den können wir ihm wegnehmen. Und warum sollte er nicht ein Schwert mitnehmen? Geben wir ihm mal noch ein Heilmittel mit. Da habe ich ja extra ein paar auf der hohen Kante. So. Ja, ein Übungsschwert reicht auch für ihn. Ja, er darf ruhig auch ruhig so ein All-Around-Kämpfer werden. Warum nicht? Das finde ich eh gar nicht so schlecht. Und sie kann ruhig auch eine Eisenaxt mitnehmen. Für den Fall. Man weiß ja nie. Ach so, aber sie braucht nicht gleichzeitig den Marschring, der ihre Bewegungsfähigkeit erhöht. Und ein Lederschild. Aber Bewegungsfähigkeit erhöhen finde ich jetzt gar nicht so doof bei einem Bogenschützen. Ja, ja, nimm deine Übungswaffe mit, auch wenn du eigentlich Magierin bist, aber es schadet ja nicht. So, jetzt pass auf, du kriegst auf jeden Fall deinen Stab. Die Lanzen brauchst du zwar eigentlich nicht mehr, aber ein Magier, der auch mit Lanzen kämpfen kann, ziemlich gut, ist bestimmt gar nicht so blöd in manchen Situationen. Du könntest mal bessere Lanzen brauchen, wenn du schon damit umgehen kannst. Zumindest mal eine Stahllanze und ja, warum nicht? So, hier geben wir noch ein Heilmittel mit auf den Weg. Außerdem, ja, wenigstens mal ein Lederschild, wenn sonst schon nichts.
Stimmt eigentlich, hat jeder so ein... Nee, sie hat auch nichts. Sie könnte... Okay, warte mal. Ich gebe ihr jetzt mal ein Schild mit, aber... Ihm hier gebe ich den Heilstab mit und irgendwer kann noch den Gebetring nämlich haben. Statt was auch immer. Ja, sie ist so oft vorne an der Front irgendwie. Sie kann den Gebetsring noch kriegen, würde ich sagen. Okay, cool. Und dann kriegst du noch das Lederschild, weil, keine Ahnung, es schadet nicht. So, so weit, so gut. Eine Sache muss ich jetzt noch machen hier, die ich immer wieder vergesse. Und zwar diese Items hier. Es sind eh nicht so viel diesmal. Nein, nicht lagern. Warum? Das Inventar hier, das Menü hier ist einfach auch nicht das Allersinnvollste, finde ich. Wie viel 100 Millionen Fenster da immer aufgehen, bevor man mal eine Sache erledigt hat. So, gibt es noch was, das ich machen wollte? Ja, gibt es. Bataillone. Wollte ich mal schauen, ob jeder eins hat, das auch einigermaßen Sinn macht. Und wenn nicht, dann warum? Und das verändern. So, was haben wir? Heilen. Ja, Flächenheilung für die Dorothea. Das machen wir. Lorenz wird die Ritter, die wir bekommen haben, ja genau, noch gar nicht benutzen können. Die sind recht hochrangig. Dann... Du bist ja jetzt neuerdings... Magier. Ist eigentlich egal. Nimm die Bürgerwehr mit. Eigentlich wurscht. Du kriegst auch noch... Ach nee, du kannst nicht mal... Oh Gott, die kann gar nicht. Die kann gar keinen mitnehmen. Und dir kann ich keinen geben. Na dann! Schauen wir uns noch Unterstützungsdialoge an. So. Kaspar, that equipment is new. It is suiting. It suits you. Oh, right. Thanks. Die anderen beiden Magister wollten sich mir noch nicht anschließen. Ich glaube, die mögen mich noch nicht genug. Das hängt wahrscheinlich auch von der Sympathie ab. You get more strength each day. I do not want to be falling behind. I'm impressed with how much stronger you've gotten too. More than I have. No, Kaspar, you are impressing to me. I want to be training with you. Just hold on, Petra. What is wrong? It's your attitude. How can you act so casual around me? My father killed your father. You shouldn't be able to stand the sight of me. You actually hate me, right? That's fine. I can take it. I completely understand. Just be honest. Give it to me straight. If our roles were reversed, I don't think I'd be able to forgive you. I don't understand how you could just... You are not the one who did the killing, Kaspar. Our parents had conflict, but we are not them. I have no worry about it. You should not either. I don't need to worry? Impossible! I don't think I'll ever be... You must. If not, the conflict will keep carrying on. If children cannot forgive, it will not ever have an ending. Is that what you are wanting? Well, of course not. I... Please, give it some thinking. I will be leaving now. So, und Kaspar und Shamir. Hey, Shamir. Your archery skills were amazing the other day. I couldn't believe it when you hit all those bullseyes. Not a single miss. It was nothing. No way! It was incredible! You were incredible! You gotta teach me how to shoot. Maybe. That sounds like a yes to me. Are you free tomorrow? Maybe.
No promises, though. Come on, Shamir, don't be like that. Wait, is this because you don't think I'm good enough? That can't be it. It's nothing personal. As someone born in Dagda, I'm not very fond of the Empire. Dagda? Where is... Oh! You mean where they had that war with the Empire a few years back? The country west of Fodlan? Across the ocean? That Dagda? That Dagda. But that is behind us. I had no idea. I understand why you'd hate the Empire so much, though. My father was a major general in that war. He led an entire army. If I were you, I definitely wouldn't want to train the son of someone who killed all those Dagdans. You misunderstand. I harbor no ill will toward your generation. Huh? Well, then what does this have to do with you teaching me how to shoot? I simply have other commitments. I don't have the time to teach everyone, so I can't make any promises. That's your reason? You're just too busy? I thought you hated me. I guess I had nothing to worry about. In that case, I'm excited to get to know you better. Let's leave all that Dagda and Empire stuff in the past. Wahrscheinlich. Okay. Achso, warte, ich könnte mal kurz hier schauen. Ich glaube, da ist nichts. Okay. Dann machen wir die Mission jetzt noch. Fangen wir noch an. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Los geht's. Adler-Löwenschlacht. Das mit den Austauschstudenten finde ich immer noch ein so komisches Feature. Hast du das jemals benutzt, Metatron? Ich irgendwie nie. Doch, ich habe es mal getestet, aber da, dass man auch Verstecken spielen kann und sowas. Ich laufe schon genug im Kloster. Thunder Field is in the Empire. It's actually part of my family's territory. House Burgley's. It is the largest field in all of Fodlan. The grain it produces sustains the whole empire. Wait, I sure hope we don't destroy all that grain. It is considered the most suitable place for a large-scale battle. Professor, if it were up to you, how would you approach this battle? Ich würde den Gegner mit guten Finden überraschen. That sounds like a certain someone we both know. But as you wish, we'll use whatever strategy you think is best. If the Black Eagle House bands together, we won't lose. Our strength is superior. So if we do lose, it will be on your shoulders, Professor. If you are not confident you can do this, just sit back and leave it to me. The most you will do is make things worse. You'll just get in Lady Edelgard's way. Are you two about to fight? Oh, count me in! Wait, no, no, I think we all need to calm down. We have no lack of opponents. I am ready to go hunting for our enemies. Hunting isn't exactly... Well, I guess they're pretty similar, actually. I'm just gonna hide in the fort and cheer everyone on. There, is a fort, right? Sure, but it's deep in enemy territory. How kind of you to offer to cut through for us. What? No, that's not what I meant! Good work, Bernie. This will be your first battle, won't it, Flayne? You don't seem nervous at all. I shall give it my all. Our battle will begin shortly. The flag of the Black Eagles will soon grace Gronder Field. Und es ist eigentlich eher ihr dritter Kampf. Und zwei davon waren gegen Banditen mit tödlichen Waffen und kein so ein Trainingskampf hier. Aber okay. Okay. Bernadetta darf gleich so schnell wie möglich die Balliste in der Mitte beanspruchen. Saturday Night Fever, Night Fever. Ich weiß wirklich nicht, was das für eine Animation sein soll. Wenn nicht eine Tanzanimation. Los! Schlacht beginnen! Alle Gegner besiegen! Sepuluni oder Edelgard nicht besiegen! Okay, machen wir.
The battle of the Eagle and Lion is set to begin at long last. Everyone, show off the results of your dedicated training. Yeah, remember, even, genau. We're not just fighting for honor. There's a prize at stake. It's almost time to begin. Steel yourselves, everyone. You all should know, I am not about to go easy on you today. As long as we can pull off the win, doesn't matter how. Our victory must be absolute, no matter what it may take. It is time. Forward, now! The ballista in the center of the battlefield. The house that secures it will have a clear advantage. Ja, so mächtig ist das Ding jetzt auch wieder nicht. Aber trotzdem. Gut. So viel Gegner besiegen wie möglich. Stay focused. I will get the victory. I am Ferdinand von Eyre. That's my cue. Moment mal, das Team hier macht gerade überhaupt keinen Sinn. Zwei Magier im gleichen Team haben. As you wish. Also zwei Heiler meine ich damit. Tauschen wir lieber die da aus. Deine Detta bleibt hier. Yay, hat sogar getroffen. Put me in there. Genau, und ihr geht da mit Ferdinand mit. I stand ready. Dann machen wir alle gleichzeitig fertig. Perfekt. Klingt nach einem guten Plan, finde ich. Er steht einfach an unserer Balliste. Warum darf der denn von Anfang an eigentlich schon diese Superwaffe hier für sich beanspruchen? Ich finde das nicht nett. Das ist nicht fair. Black Eagles and Blue Lions are fighting. Maybe we can sneak right past them. Ja, Lorenz haben wir ja schon in unserem Team. Der kämpft gar nicht mehr bei denen mit. Das ist natürlich nicht schlecht. I thought I was dead. Super Donnerschwert Deluxe, warum nicht? Packen wir es mal aus. Ach, mich ärgert's immer. Mich ärgert's immer, wenn der zweite Angriff ein kritischer ist, wenn der erste reichen würde. Könnte man die Waffen Dingsy schonen. Die Waffenhaltbarkeit. Moment mal, ich wollte Hubert darüber schicken, ne? Naja, ist egal. Der holt die schon ein. Die Hilde, die Edelgard, die Hilde Bär, die ist halt einfach nicht die schnellste. Zum Glück. In
dem Fall. Die Fliegerstaffel. Ach ja, das ist schon komisch, ne? Dadurch, dass ich mit denen als erstes gespielt habe, sind da jetzt die ganzen Charaktere, zu denen ich den meisten Bezug habe. Und plötzlich sind es meine Feinde. Ash, nix für ungut. Aber das ist jetzt mein Hügel. My heart is full of victory. Ein Truhenschlüssel. Wisst ihr was? Das ist nützlich als Antidot für mich. So, du drehst wieder um. Helpful. Wir gehen jetzt woanders hin. Well done. Okay, Petra, hey, wenn ich mir anschaue, wie viele rote Linien jetzt Richtung Petra fliegen, dann mache ich mir schon wieder Sorgen. Aber schauen wir mal, ob zu Recht oder nicht. Soll ich das riskieren? Ja, das riskieren wir. Yes, das war gut. Am I done yet? Ja, das ist auch nicht schlecht, sich in der Mitte verschanzen. Aber ich glaube, ich werde eher vorrücken. Ich meine, da die jetzt hier beschäftigt sind, kümmere ich mich vielleicht lieber um die Fliegenden. Wow, mein Gott. Okay, aber das sieht besser aus. Ja, ich mach mal so. Should I have held back? Disappointing. So, die drei können sich hier gleich mal anschleichen. Annette ist krass. Ich hoffe, der rote Soldat überlebt ein bisschen. Der muss ein bisschen für mich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Let the lesson begin. Okay, den Pegasusen haben wir es gezeigt. Nein, geht doch nicht in meine Richtung. Geht doch rüber zum anderen. Hier, guck, da Ralf kommt. What? Kritischer Treffer. Ach so, aber dann greift es mich an. Na Gott sei Dank. Das wäre echt gemein gewesen sonst. Ja, ich glaube, wir machen die heute fertig. Ist das gemein, dass der da ausweicht. Jetzt steht der auch noch auf dem Feld, wo eigentlich dann die Bernadetta hin ist. As expected. Ah,
es reicht nicht ganz. Sie schafft ihn leider nicht. Mal schauen, wie ich das mache. Oh Mist. Witness Bridget Pride. Worf. Was ist voll gegen die Regeln? Ich glaube, die hätten viel mehr Sinn gemacht, wenn ich die mit ins Zentrum geschickt hätte, aber ist okay. Jetzt warte mal, sie könnte doch mit ihrem Blick vielleicht wenigstens. Dann stelle ich sie nämlich ins Gebüsch. Könnte sie doch versuchen, ihn wenigstens schon mal zu schwächen. Oh Gott, wenn auch nur mit 15. Oh ja, hier wenigstens 25% die Wahrscheinlichkeit. Achso, das wird ihm ausweichen. Ja, das stimmt. Naja. Aber jetzt können wir auf einmal Ferdinand von Iron oder so aus dem Gebüsch geschnellt. Keiner rechnet mit ihm. Und bam! The mark of nobility. Wer war denn noch nicht? Ach so, hier. Gut. Bam. So kann's gehen. Nein, vorbei! Der Ignaz, ey. Der weicht gut aus. Der hat gute Ausweichwerte. Ist schon war eine gute Entscheidung, dass ich ihr den Heilring gegeben habe. Bernadetta, schaffst du es aufs Podest? Ja! Die Balliste gehört uns. Wen schwächen wir denn? Das mache ich, glaube ich, zu ziemlich am Schluss erst. Die Hilda. Die war bei mir ein krasser Tank. Der hält schon, also dieser Berittene, also, aber hallo. Der General der Allianz, der ist gar nicht so ohne. So, Ignaz, jetzt aber Schluss mit lustig. Welcome, Tribute. Dr. Try. I thank you. Sure. Perfekt. Oh, es reicht gar nicht. Er schafft's gar nicht.
Wow, okay. Boah, die ist auch noch krass. Okay, dann muss Lorenz, ja. Perfekt. A trivial victory. Bis die da vorgemarschiert sind, das ist wirklich, naja. Tja, abstauben kann sie leider niemanden, aber dann schwächen wir wenigstens den da mal noch ein bisschen. Den General. Nicht, dass der noch irgendwie doof wird. Der Unsterbliche. Wow. Nicht schlecht. I owe you. Ja, so viel zum Unsterblichen. Ja, Magie halt. Da hilft die dickste Rüstung nicht. Ich habe das Gefühl, Dimitri wird ganz schön überrannt gerade. So, Petra, komm jetzt... Der Kampf mit dem dauert schon zu lange. Jetzt bring es zu Ende. Ja, sie hat auch keinen Bock mehr gegen den zu kämpfen. Man merkt's. I never could have pulled that off. Cool. Lady Edelgard, warten Sie auf mich. Thank you. Wow, so viele Erfahrungspunkte. Verhältnismäßig viel für das bisschen Heilen, finde ich. Thank you. So. Wieder nicht abstauben, aber ein bisschen schwächen. Okay. Tja, krass. Aha. So, dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen Druck machen. Claude ist mutiger und vernünftigerweise alleine hinten geblieben. Das schaffen die drei schon, glaube ich. Aber krass ist der trotzdem. Er hat unten auch noch einen Bogenschützen stehen, der noch mithelfen kann. Dann. Aber ja, hilft nichts. Claude, was mache ich denn mit dir? Du bist ja bescheuert.
die Trefferwahrscheinlichkeiten gefallen mir auch nicht, die ich da habe. Ah, der hat so viel Reichweite. Der kann sogar hier zurückschießen. Ah ja, hier kann er nicht mehr zurückschießen. Hier kann ich ihn zumindest einmal kostenlos mit Spaghetti angreifen. Wow, kritisch! I thought I gave it my all. Sorry, but it's about time I make my exit. The rest of you, please finish the job. Es greift aber nur einer ihn an, oder? Okay, dann. Ah ja, ich riskiere es mal, dass ich ihn hier parke. Aber irgendeiner von den Heilern, genau, sollte, wenn es geht. Nein, es geht nicht, dass Kasper noch geheilt wird. Dammit. Naja, dann werden wir das wohl auch ohne Kasper hinkriegen. Also ich meine, ja, ohne Heilung. Ich weiß gar nicht, ob in dem Match sterben die ja wahrscheinlich gar nicht, oder? Aber ich bin mir jetzt gerade auch gar nicht sicher. Aber ich glaube, hier stirbt eigentlich eh keiner. Also wäre es eigentlich gar nicht so schlimm. Felix und Petra, von der Stärke her habe ich die beiden und von den Skills her habe ich die beiden immer ziemlich gleich eingeschätzt. Hat man auch in dem Kampf gerade gesehen, dass das nicht so falsch ist anscheinend. Hi, Desert Railgun, hallo! Huh, thanks. Good deeds. Der Dimitri hat aber auch kein Glück diesmal, oder? Der wird hier voll überrannt. Yay! Wow! Was für ein Ausweichsprung. Cool. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Cool. Nein, da reicht er aus. Aber wir haben noch genug Verstärkungen. Vielleicht kann sogar Bernadetta den mit der... Ist sie der Einzige in Reichweite? Na dann. Moment mal, der hat überlebt? Nee. Das sah komisch aus, finde ich. Okay. Ja, ich merk's, das ist Railgun. Total crazy, was da los ist in den Bäumen, ne? Now you know. Total cool. Ich hoffe, dass da auch was Produktives draus wird dann am Ende bei einigen Projekten. Aber bestimmt. Ich hab's vorher eh schon gesagt, am Sonntag will ich das dann in gelenkte Bahnen leiten, so ein bisschen. Aber bis dahin sollen die ruhig jetzt mal einfach brainstormen und sich erstmal zusammenfinden und so weiter. Finde ich cool. Appreciated. Einer war ganz erstaunt, dass er jetzt mit mir reden darf. Mit mir persönlich. So, jetzt hauen wir den Bogenschützen hier hoffentlich noch. Gut, sehr gut.
You see that? I thank you. Okay, jetzt geht's schon langsam zu Ende hier. Wow, ich hätte nicht geschafft, dass Dimitri, nicht geklappt, dass Dimitri das nochmal hinkriegt, die wegzuhauen. So, hier habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ach, aber sie heilt. Okay, dann ist ja cool. Oh, cool. Hildegard muss unbedingt gegen Dimitri kämpfen. Das darf jetzt nicht der Magister machen. Das wäre dramaturgisch gesehen viel cooler. Finde ich. Jetzt den Magister wieder raus hier aus der Kampfzone. Ich will nicht, dass Dimitri den angreift und dann stirbt deswegen. Aber ich sollte ein bisschen Fernheilen machen für die Hilde. Für die Hildebär. Und alles andere ist jetzt eh schon erledigt. Ne? Ich muss eigentlich... Oh, da unten wäre eine Schatzkiste. Nein! Ob ich die noch krieg? Petra hat auch einen Schlüssel, ne? Petra, kannst du da ganz schnell vorbeilaufen, ohne dass die... Nee, dann greift dich Dimitri an. Okay, warte mal. Rüste... Ja, rüste die Eisenaxt aus und dann hoffen wir, dass du Dimitri nicht umbringst. Das wäre schade. Nee, kein Problem, der greift aus der Entfernung aus. Aber ihr im Norden habt eh nur Schafe. Ich habe auch schon gesagt, ob die den Film Black Sheep kennt, zufällig. Sowas in der Art. Wäre auch cool. Jetzt bewege ich die doch noch ein bisschen. Na, ein bisschen kann man Dimitri mal ankratzen. Warum nicht? Genau, die Heiler hätte ich vor allem gerne in der Nähe. Well done. Der ist ganz cool. Das ist so ein relativ billig, aber trotzdem relativ hochwertig produzierter Horrorfilm. So eine Horrorkomödie aus Neuseeland, glaube ich. Wo es darum geht, dass durch einen Virus die Schafe Fleisch fressen werden. Wie Zombies im Grunde. Und das hat sogar eine coole Story und auch einen guten Humor. Das ist wirklich ein cooler Film. Ein cooler, trashiger Film. Da gibt es dann auch so humanoide Wehrschafe gegen Ende. Das dreht dann ziemlich durch. Aber auf eine sehr positive Art und Weise. Oh Mann, ob der Kampf jemals endet. Ich meine, der hätte schon vorbei sein können, aber ich will halt unbedingt, dass Edelgard gegen Dimitri kämpft, weil ich sehen will, ob es da irgendeinen speziellen Dialog gibt, wenn die aufeinandertreffen. Könnte ich mir nämlich ziemlich gut vorstellen. Well, like what you see. Was gehört auf jede Schleffertliste? Was ist denn eine Schleffertliste? Keine Reichweite.
now. Nein, jetzt hat der Petra umgebracht. I did not grab the victory. Ja, sie muss sich zurückziehen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich egal. Bei dem Text, den ich gerade weggedrückt habe, wäre es wahrscheinlich gestanden jetzt. Aber ich spule trotzdem zurück jetzt. Dann machen wir es halt nicht so. Ist mir auch wurscht. Petra holt die Meisterlanze aus der Truhe. Das wäre halt, die würde ich halt schon gern noch rausholen, die Meisterlanze. Aber dann pass mal auf. Dann machen wir's anders. Nee, reicht nicht. Das wird jetzt hier fein getuned. So, genau. Jetzt sollte das da unten nämlich kein Problem sein. Growth is a part of life. Die schlechte Filmliste. Aber das ist ein guter Film, wirklich. Nur weil der low budget ist, heißt es nicht, dass das... Der ist auch nicht so trashig, wie man sich den vielleicht vorstellt. Der ist schon... Der wirkt sogar relativ... mit high production value und auf jeden Fall guten Autoren. I will prevail. Die haben ihr begrenztes Budget gut genutzt, um die bestmöglichen Effekte dabei rauszuholen und nehmen sich dabei nicht ganz ernst, natürlich. Battle. Aber es ist auf jeden Fall wirklich cool. As you wish. So, jetzt dürft's besser laufen. Thanks. Edelgard, jetzt sei nicht so lahmarschig und greif mal den Dimitri an. Der dich übrigens ganz schön fertig macht. So, it is time to cross blades. I never imagined such a day would come to pass. If the Empire and the Kingdom go to war, we'll be able to fight as much as we please. I'm sorry, but that is not something to joke about. The thought of fighting you is... troubling at best. In that case, I wonder when you'll be able to stomach facing me in battle. Do you need a few moments? Okay. Ist aber zäh, der Dimitri. Ja, ja, ich weiß schon. So ein bisschen wie zum Beispiel Braindead oder solche Filme. Ach so, dich habe ich ganz vergessen, Mercedes. Du musst auch noch gehauen werden, befürchte ich. Warum sind die alle so zäh? Warum kriegen wir die denn nicht kaputt? Das gibt's doch nicht. Gehen die mir auf die Nerven, die beiden. Die sind aber auch jetzt die beiden nervigsten, zähsten. Wahnsinn. Entweder mache ich denen keinen Schaden oder ich treffe sie nicht. Dass die Mercedes so krass ist. Also so krass ist übertrieben, aber dass sie überhaupt irgendwie was kann. Put me in there. Oh no. Bernadette, rück mal vor. Der ein oder andere Pfeil von dir wäre vielleicht noch hilfreich. Oh nein, jetzt bring der Edelgard um. Das gibt's ja nicht mehr. Left behind. Unacceptable. Ach schau, aber da werde ich dann wirklich besiegt und muss tatsächlich zurückspulen nochmal.
verrückt. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Die Sharknado-Reihe. Ich habe da jetzt ein paar Filme davon geguckt von Sharknado und ich habe das Gefühl, am Anfang war es trashiger Scheiß wird. Der nimmt sich, habe ich das Gefühl, noch relativ ernst im Vergleich zu den Filmen, die danach kommen, die dann immer bescheuerter und trashiger werden. Ich bin mir nicht sicher, ob die beim ersten Teil auch schon gewusst haben, dass das trashiger Scheiß ist, was die machen. I will get the victory. Ah, come on! Wir kriegen Dimitri nicht tot. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. I am Ferdinand von Eyre. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann den jetzt auch nicht mehr. Ich kann nichts machen. Ich kann auch nicht mehr heilen. Die anderen beiden. Jetzt. Okay, da hilft jetzt nur eins. Ich muss nochmal zurückspulen. Die beiden müssen das schaffen. Die beiden müssen das hinkriegen, dass die Dinge sie umbringen, weil kein anderer in Reichweite ist. I will get the victory. I will prevail. Um jeden Preis. Kann Ferdinand, wenn er angreift, nochmal wegreiten? I am Ferdinand von Eyre. Oder verbraucht er all seine Bewegungspunkte? Das kann man im Vorfeld leider immer nicht sehen. Das ist immer ein bisschen doof. Ja, stimmt. In dieser Achterbahn-Szene. I can fight through anything. Sehr gut. Dann dürften die das jetzt schaffen. Wobei die Trefferwahrscheinlichkeit, da wird mir auch schon wieder unwohl. Sehr gut. Okay, 2x82%. Das dürfte doch hinhauen, hoffe ich. Danke! Oh Gott sei Dank. I fear I cannot fight any longer. I'm sorry, everyone. Please continue onward to victory! Das hätte ich nicht gedacht, dass Dimitri uns jetzt noch so viele Probleme macht, aber gut. Jetzt ist es vorbei. That's my cue. Also noch nicht ganz, aber ich hoffe mal, dass es jetzt gut ausgeht hier. Damit jetzt die Dorothea keinen Unfug mehr macht, weil die will schon wieder hier den Ferdinand, den Geschwächten, angreifen, werde ich die mal lähmen, hoffentlich. This is critical. Es ist wirklich critical, ja. Puh, dann dürfte jetzt alles geregelt sein. That is the end of this year's Battle of the Eagle and Lion. And the winners are... Moment, die wurde gleich besiegt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wollte die nur festnageln. Aber umso besser. The Black Eagles. Thank you for your hard work, everyone. I dare say that prize is as good as ours. Yay. Edelgard, Professor, that was a spectacular battle. You both fought exceptionally well. Complete and utter defeat. I would hate to make an enemy of you two. No need to get carried away with praise. I know you both feel we won by a paper-thin margin. And I won't deny it. If we were to fight again, there's no telling who would prevail. What do you think, Professor? Ja, ich muss zugeben, am Schluss die blauen Löwen, die haben uns schon ganz schön noch Probleme bereitet. I am honored to hear you say that. Still, I must continue to train rigorously. In any case, I hope the day never comes when we have to put this experience to use. Agreed.
I would hate to know a future in which I'm forced to cross swords with you. True, although the Battle of the Eagle and Lion was originally named after a war between the Empire and the Kingdom. But that's all in the past. I'm sure even the name will one day fade from the pages of history. Das hoffe ich. How admirable, Teach. On that note, I have a proposition. When we get back to Garrigmach, let's have a grand feast to break down the walls between our respective houses. And by a grand feast, I mean a fairly regular feast in the dining hall. It would be a fine opportunity to get to know each other better. Count me in. So be it. Let's plan to meet up on the night we return. Is that okay with you, Professor? Ja, ich freue mich schon drauf. Seeing such a big smile on your face is a rare gift. It makes me feel like I can maybe relax a little too. It's finally over. There are way too many strangers at that feast. Put your chin high, Bernie. It was a chance for you to have growth. But everyone was acting so friendly. It was overwhelming. Linhart, I wasn't done talking to you. If those Alliance guys came at it from here, and those Kingdom guys came from there... I know. We'd have been able to take them out all at once. I heard you. I'm going to bed now. Did anyone get the feeling that there were already couples forming? That's not really fair, is it? I wanted to sneak off with someone, too. I was hoping for some tea after our meal anyway. Would you care to join me? Thanks, but no thanks, Mr. Noble. I already have my heart set on someone else. Until today, I thought it would fall to me to command and guide our ranks all by myself. But with you leading us, I've gotten to experience what it's like to fight alongside everyone. And I've realized how happy it makes me, fighting under your command. The Emperor doesn't take orders from anyone. It's their duty to stand alone and lead the entire Empire. But maybe it's better to have someone to rely on, so that you can support and guide each other through the darkness. Und dieser jemand bin ich? I may be heir to the Imperial Throne, but first and foremost, I'm your grateful student. That will never change, even when I fulfill my destiny and become the Emperor. I told you long ago that I wish to enlist you in the service of the Empire. Well, I take it back. Now I wish only for your continued guidance during my eventual reign. Don't just hide away in the corner, Professor. You're the reason we're celebrating. It's because of you that I've had the courage to leave my room for a bit each day. I'm so grateful, Professor! We were all just discussing how well you led us. Remarkable! Your guidance is without parallel, Professor. I have had practicing of that phrase. Your training's been top-notch, really. Whatever would we do without you? I have had the opportunity to experience much. Please allow me to offer you my gratitude once more, Professor. I feel the same. You are something special, my teacher. Nee, das ist eigentlich nicht geplant gewesen. Das hat sich so ergeben. Ich habe gedacht, den Kampf machen wir jetzt noch fertig und so. I can only call your deeds during the Battle of the Eagle and Lion. Quite versatile. Die 15 Stunden Cutscene, die jetzt noch kommen, schauen wir uns auch noch an. Aber dann ist wirklich Schluss für heute. Comparing against their performance at the mock battle of the Great Tree Moon, the students have grown significantly. It is clear that this is a result of your guidance. In appreciation of your efforts and to show our high hopes for the future of your students, I award you with this. Please continue to instruct your students as a model teacher. So, you've made good use of all my power after all. I would have been upset if you had failed at such an easy task. It pains me to assign such a disturbing mission to you during such a blessed moment in time. However, next month your assignment will be to journey to Remeyer Village to investigate an abnormal occurrence there. Remeyer Village?
If I recall, you've been there with your father many times. Ein ungewöhnliches Vorkommnis. An der Stelle nimmt die Story jetzt endlich ein bisschen Fahrt auf und dann kommt sie zu einem Höhepunkt, flacht wieder ganz schön ab und dann dauert es wieder, bis sie wieder Fahrt aufnimmt. Vom Pacing her ist das Spiel leider nicht ideal, aber ich mag es trotzdem insgesamt sehr gerne. Okay. Ein ungewöhnliches Vorkommnis. I have yet to ascertain the details, but it would seem the villagers have been acting strangely. I have already dispatched the knights to verify the authenticity of this information. They should be back shortly. I suggest you begin by finding out what they have discovered. I pray this is not a bad omen. May the goddess protect you all. Sakralanze. Ja, Sakralanze nur moi. Irgendein heiliges Artefakt. Aber ich weiß nicht, für welches Wappen. Heiliger Macht effektiv gegen Monster. Stellt... Ach, die ist gar nicht speziell auf dem Wappen. Das ist einfach nur eine normale Artefaktlanze. Kann ich die überhaupt benutzen? Ich glaube, ich habe nicht Lanzenrang C, oder? Ich schieb die mal in die Bank. Part 1. White Clouds. Red Wolf Moon. The Flame in the Darkness. Hoarfrost now graces treetops and open fields alike, and an icy chill blown in from the north of Fargus blankets the land. All of Fodlan's creatures begin to settle in for a long winter. The setting sun bathes the full winter coat of every wolf in a foreboding scarlet glow. Hunters can now spread the word that the red wolves are back on the prowl. The red wolves. Laden. Danke. 5000 Geld. Und noch ein Ereignis. Na gut, für Flynn haben wir auch noch schnell Zeit. Excuse me, Professor. May I have a moment of your time? Oh. Ja, was ist los? Ah, wonderful. I was hoping you might enlighten me. About yourself, that is. You see, I happen to be quite curious about you. Okay, warum? Well, because there is something different about you. You possess an air of mystery. I could not help but notice when first we met. I am intrigued, to say the least. I find it rather difficult to put into words. Were I to wax poetic, I would say you remind me of the sea. Have you ever been, Professor? Ein paar Mal, ja. The sea is vast, boundless. On the surface, all seems still. Yet beneath that stillness, it is unfathomably deep. Within, it teems with life. Yet without, one is lucky to glimpse a fleeting shadow. And yet, all one must do is cast a line to grasp hold of all that life. You cannot see it at a glance. But it is there all the same. Worüber redest du eigentlich genau? About fish, of course. Oh, bother. I got sidetracked, didn't I? Right. About the sea. During a storm, the once calm waters become mighty enough to overturn even the fastest ships. Not unlike you. You are calm. You carry yourself with poise, yet you wield great power. My brother was uncertain of you at first. He once referred to you as a youth of dubious origin. Oh, but please do not think ill of him.
He is incredibly dedicated to his work. So surely you understand why he would have doubts about one of whom he knows so little. Nobody even seems to know your age. Incidentally, how old are you? Ich weiß es selber nicht so genau. Wait, you do not know your own age? Nö. You truly are mysterious. Looking at you, it is quite difficult for me to determine. I wonder, could you be younger than your own students? Wie alt bist du eigentlich? Who? Me? Well, I am roughly the same age as the other youths here. Du siehst aber jünger aus. Be that as it may, it is simply not the case. Oh, by the way, you should know I had actually been considering enrolling in the academy for a while. I have endured hard times, but I am so grateful that those very experiences led to my acceptance of the academy. Oh, my apologies. I am sure you have much work to do. I will not keep you any longer. We must speak again sometime, if that would be all right. Have a lovely day. Was denn jetzt schon wieder? That's what we're dealing with. Gar nicht mehr. Is there no chance it's an infectious disease? Will jetzt aufhören. There are no absolutes in medicine, but the chances are extremely slim. Restless movements, fits of violence, becoming bedridden, or even impossible to wake. With symptoms that varied, there are only a few possibilities. It's either a mixture of poisons or magic, and dark magic at that. You're talking about Remire Village, aren't you, Manuela? Oh my, if it isn't Gerald. Tell me, what was the first thing you heard? Everything, after you mentioned that it's not likely an infectious disease. My child and I owe the people of Remire Village. If something's happening there, we must help them. We scouted the area ourselves. Speak with the Knights, hear what they have to say. I must go. Thank you for your help, Manuela. You know, I'm more than willing to go with you to Remire Village. After all, I owe you my life. If you'd like, I bet we could even manage the mission all by ourselves. Just the two of us. Ich glaube, das geht nicht. Oh nein! Oh, you're saying die Antwort no? Fand sie ganz well, blöd. Aren't you just a great big bore? Wir können nicht zu 200 nice Banditen umbringen. But I'll be going to the village as well. Enough nonsense. It's time to move out. As you like. Goodbye, Gerald. Goodbye, Professor. I'll be in my office making preparations. What about you? If you have the time, it would be helpful if you could go ahead and talk to the Knights. Hey, what's wrong? Mir wurde nur kurz schwindelig. If anything feels off, return to the infirmary. No need to just grin and bear it. Got it? Ugh. What could have caused such dizziness? I felt it too. Actually, I felt that way before. So, jetzt machen wir schnell automatischen Unterricht. May I be asking a question? Ja, was ist denn? Magister, ich habe eine Frage. Ich möchte meine Fähigkeit mit der Lanze eine Verbesserung geben. Ich habe aber Unwissen, wie ich effektiv üben kann. Was soll ich tun? Trainiere mit jemandem, der stärker ist als du selbst. Beobachte die Bewegungen anderer. Lehre andere. Das finde ich sind alles gute Tipps. Aber ich sag mal, trainiere mit jemandem, der stärker ist als du selbst. I am appreciating your answer. Und sie möchte gern von Glaubensfähigkeit weg und Vernunft stattdessen lernen. Finde ich okay.
finde ich gut, wenn die in beidem sich auskennt. You look unwell. It's because of what happened, isn't it? Don't speak of it aloud. You can't change the past. For now, all we can do is use it to our advantage. I know that. I also know that I must steel myself to ascend the Imperial throne. Those preparations are going well. Someone is coming. Professor, I heard about our mission for this month. Something terrible is happening in Remire Village. That's where you were when fate sent you our way. This feels preordained. Are the Knights making progress with their investigation? Ja. If what is happening there is by design, there must be someone pulling the strings. There is the Death Knight, of course, and the mysterious mages who were implicated with the Western Church. They showed up when Flayne was kidnapped as well. And now there is another strange occurrence near the monastery. It seems an unknown organization hopes to make the monastery its stage for something. Do you believe that all these incidents are connected, Professor? Ja, ich denke schon. Oh nein, das finde ich nicht gut. That is the logical conclusion, but I'm not so sure. It certainly appears that all of the events surrounding the monastery are connected by a single thread. However, I think it's possible that it may just be a result of different motives overlapping. Remember, Professor, if you think of people as simply enemies or allies, it may be impossible to grasp the truth. So, zum Geburtstag gibt es diesmal aber nur Blumen für Linhart. Much appreciated. Our professor is certainly adventurous, but I wonder what the point was of putting us on the same team. What? You think teaming up with me is a bad idea? Yes. Results or no results, this is far from a great idea. I was hoping we would do better. It's a decent result for two people who don't get along terribly well. Ihr werdet schon noch Freunde. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. I'm getting closer. Not a total waste. Teleport. Let's put this to the test. Cool. Technique never betrays. So, speichern. Und jetzt machen wir endlich Schluss für heute. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, jetzt sind es ein paar Monate noch bis zum Zeitsprung und jetzt wird die Story eigentlich wirklich von Monat zu Monat cooler. Wir haben noch ziemlich viele Side-Stories auch für unseren Charakteren zu erledigen. Ja, cool. Na gut, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen und gute Nacht. Macht's gut. Bis... nächste Woche ist kein Stream, aber übernächste Woche geht es dann wieder ganz normal weiter ab Dienstag. Na gut, gute Nacht. Ciao.